Wo ist denn Duffy? Er hilft dem Jungen unserer Nachbarin. Probier mal. Wir haben doch unsere Pizza schon. Nein, probier die mal. Und? Find ich lecker. Das ist eine Tiefkühlpizza. Donnerwetter, ich bin beeindruckt. Nur beeindruckt? Das ist sehr beeindruckend. Ich sag dir mal was, Dickerchen. Ich heiße Dick. Mach du erst mal Tiefkühlpizza in Restaurantqualität. Das könntest du gar nicht. Weißt du auch warum? Weil das nämlich nahezu unmöglich ist. Aber ich hab's geschafft. Und nun werde ich Speedy Gonzales Tiefkühlpizza in allen Lebensmittelgeschäften des Landes verkaufen. Was haben die vor? Ich werde gleich einen Werbespot drehen. Hey, du solltest mitmachen. Nee. Komm schon, du könntest den Kunden spielen. Ah, ich weiß nicht. Ich könnte doch den Kunden spielen. Dicker, bitte. Ich spreche mit Senior Bugs. Was sagst du dazu? Wirst du in meinem Werbespot auftreten? Tja, ich würde sofort machen. Genau, lass es doch Dicky machen. Kann ich wenigstens deinen Slogan benutzen? Welchen Slogan? Finde ich lecker. Wann habe ich das denn gesagt? Als du die Pizza probiert hast. Es ist der perfekte Slogan. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Nicht ich liebe es, nur ich finde es lecker. Es ist Pizzamann, kein neues Auto. Wie auch immer. Yippie! Relax, Dicker, okay? Es ist ein Werbespot, kein Kinofilm. Aber geh noch mal kurz in die Maske, du siehst so speckig aus. Aber Schwarte bleibt eben Schwarte. Aber was soll die Sonnenbrille? Ich möchte nicht erkannt werden. Du hast ja vielleicht Nerven. Was denn? Etwa wegen der E-Mail? Weil ich gesagt habe, dass du nicht schaurig bist? Bist du nicht? Ich meine, was soll die grüne Haut, der komische Hut und der doofe Zauberstab, wenn du nichts Schauriges damit machst? Wenn du was Schauriges sehen willst, kein Problem. Pass lieber auf, mit wem du dich anlegst. Und das meine ich ernst. Darf ich nachschenken? Nicht zu viel Eis. Du bist sauer? Wieso bist du sauer? Nur weil ich gesagt habe, sich Speedy zu nennen, klingt angeberisch? Ist doch wahr, ich nenne mich ja auch nicht Adonis. Weißt du, wie man dich nennen sollte? Idiot! Warum, aber die sind alle so wütend auf dich? Ich habe aus Versehen eine Massenmail verschickt, in der ich haarklein aufliste, wie ich über andere denke. An wen hast du sie noch geschickt? Einfach an alle. Alle, mit denen ich je etwas zu tun hatte. Alle, die mir jemals wichtig waren, zu denen ich jemals eine Beziehung hatte. An jeden, der bei mir einen Eindruck hinterlassen hat. Also, einfach an alle. An jede einzelne Person in meinem Leben. Aber du hast sie nicht an mich geschickt. Ich habe aufregende Neuigkeiten. Du hast endlich eine Freundin. Nein, ich... Okay, heiße Teller im Anmarsch. Fettuccine Alfredo, persönliche Pizza Spezial und das Sandwich mit Fleischbällchen. Hey, Speedy, Dicky hat endlich eine Freundin. Wie schön für dich, Dicky. Ich dachte, du würdest wie diese Typen enden, die immer nur solo sind. Und in ihrer Verzweiflung auch noch ihre letzten Freunde vergraulen und zum Schluss ganz allein sind. Jetzt bist du sicher erleichtert, nicht wahr? Wann lernen wir sie kennen? Ich habe keine Freundin. Tja, dann bleib am Ball, Specky. Wie wär's, wenn du den Bart wachsen lässt? Du hast zu viel Gesicht. Das war's? Das waren deine aufregenden Neuigkeiten, dass du keine Freundin hast? Nein, ich habe uns Playoff-Karten besorgt. Was? Wie bist du denn an die rangekommen? Die sind doch schon seit Wochen ausverkauft. Mama, mein Onkel arbeitet im Ligabüro. Dicky, ich kann's noch gar nicht glauben, dass wir zu den Playoffs gehen. Ich werde die Karten heute Nachmittag abholen. Weißt du, ich hab das noch nie zu dir gesagt. Aber Schanke Dön. Du meinst bestimmt Dankeschön. So spricht man das aus? Ja dann, Dankeschön. Ich kenne keine zwei Leute, mit denen ich lieber hingehen würde. Ach. Das war's. Meine Freundschaft zu Dicky ist ab sofort beendet. Wie viele Stunden noch, bis wir wieder nach Hause dürfen? 19. Wie heißt denn dein Freund? Er braucht erst noch einen Namen. Ich schwank im Moment zwischen Lieutenant Maximilian von Lundergartner oder Frank. Die klingen beide eigentlich ganz vernünftig, abgesehen von dem ersten Namen. Ich verhungere. Wieso dauert das so lange? Ja, wo ist denn Speedy? 3 Personen, 1 Stück. Das klassische Szenario.
Was tun? Wie löst man das? Was tun? Ich meine, niemand will derjenige sein, der das letzte Stück... Bitte was? Wie sagt man eigentlich Taco auf Spanisch? Taco. Taco. Und was heißt Burrito? Burrito. Was? Dann ist Spanisch ja gar nicht so schwer. Das ist ja verrückt. Ich glaube, Sie müssen drücken. Hey, Bugs, wo bleibst du denn? Ich warte schon eine halbe Stunde. Ich hab mich verlaufen. Was meinst du mit verlaufen? Du kommst dauernd hierher. Ich weiß. Na, irgendwas stimmt nicht mit mir. Oh, du armes Ding. Ich besorg dir mal ein Glas Wasser. Oder, wie es auf Spanisch heißt, ein Glas Wasser. Hola, Señor Bugs. Das gleiche wie immer. Hä? Oh, ja, gern. Das Übliche. Was nehme ich denn immer? Ihre spezielle Karottenpizza. Karottenpizza? Was machen denn Karotten auf Pizza? Ist was nicht in Ordnung? Ja, ich fühle mich irgendwie merkwürdig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Bitte sehr, Bun Bun. Wo sind deine Handschuhe? Oh, meine Handschuhe? Ich bin nicht ich selbst, weil ich meine Handschuhe nicht hab. Oh, ich hab immer ein extra Paar dabei. Ich borg sie dir gern. Was ist das denn? Perlen. Hübsch, nicht wahr? Die kann ich nicht tragen. Ich brauch meine Handschuhe. Oh, vielleicht möchte Daffy die haben. Sie passen zu seiner Kette. Kann ich behilflich sein? Das ist nicht der Parkplatz. Ich brauche meine Handschuhe. Willkommen im Girardis. Darf ich Ihre Bestellung entgegennehmen? Die Auswahl ist so groß. Was würden Sie denn empfehlen? Sie sehen temperamentvoll aus. Wie eine wunderschöne Raubkatze, die kurz vor dem Sprung ist. Sie brauchen Käse mit ein bisschen Würze. Oh. Asiago. Und Sie? Sie haben etwas Weißes an sich. Eine Weisheit, die nach Pilzen fleht. Guten Appetit. Was das Geheimnis eines erfolgreichen Restaurants ist? Eine Maus! Sag das mal dem Gesundheitsamt. Glaub mir, das ist die tollste Erfindung der Welt. Daffys Rumgeklimper ist so schlimm, ja? Die funktionieren nicht nur bei Daffy, die helfen gegen alle erdenklichen nervigen Personen. Ich hatte ein 10-minütiges Gespräch mit Yosemite Sam und musste kein einziges Wort davon hören. Ist das nicht ein bisschen unhöflich? Von wegen. Ich war viel unhöflicher, bevor ich die hatte. Du weißt doch, wie ich sonst eigentlich bin. Ich verdrehe fast immer die Augen und sage irgendwas Sarkastisches. Doch jetzt nicht mehr. Jetzt stecke ich mir einfach die Prachtstücke rein. Merkt man das nicht? Nö, ich nicke einfach oft und streue ein paar Ahas ein. Wenn es aussieht, als kommen sie zum Schluss, sag ich einfach, ich weiß, was du meinst. Ich bin eigentlich ein ziemlich guter Zuhörer, solange ich nicht hören muss, was einer zu sagen hat. Hast du, die Dinger schon mal bei mir eingesetzt? Was? Nein! Dann... Hast du gestern, als ich dir von dem immer wiederkehrenden Traum erzählt habe, wirklich zugehört? Wort für Wort. Puh, okay, gut. Weil ich ihn letzte Nacht wieder hatte. Aber die ist wirklich seltsam. Irgendwie bin ich in meinem Haus. Aber ich bin gar nicht in meinem Haus. Und außerdem ist alles plötzlich in Schwarz-Weiß. Und ich rieche, wie jemand Frühstück macht. Buttertoast und so. Aber dann gehe ich in die Küche und keiner ist da. Aha.
Ich weiß nicht. Ich glaube, in dem Traum geht's um meine Mutter. Oder vielleicht meine Schwester. Na, wie dem auch sei, es ist ziemlich verstörend. Ich weiß, was du meinst. Aber dir danke, Bugs. Isst du das noch? Aha. Oh, na gut. Entschuldigung. Und Alice muss hier ganz vorsichtig sein, denn New York hat besser als alle anderen in der Liga Field Goals geblockt. Hola, Pinky. Ein Tisch für eine Person? Ich kacke keine Freundin kriegen, wann immer ich will. Oh, ganz ruhig. Warum bist du denn so defensiv? Vielleicht hast du deswegen keine Freundin. Nein, es ist das Gesicht. Lass dir den Bart wachsen. Kann ich einfach einen Tisch kriegen? Leider haben wir im Augenblick keinen Tisch mehr frei. Es ist wegen des Spiels. Wenn du willst, am Tresen ist noch was frei. Na toll. Könntest du nicht wenigstens so tun, als würdest du nach deinem Portemonnaie greifen? Ich hab kein Portemonnaie. Außerdem, warum sollte ich denn bezahlen? Ich hab heute Geburtstag. Blödsinn, du hast erst nächste Woche Geburtstag. Hohoho, dann befinden wir uns ja an der Geburtstagseinflugschneise. Das ist Lola. Hey! Wow, schön langsam. Lola, jetzt beruhige dich, Lola. Stopp, ich verstehe kein Wort. Wo bist du? Gut, ich bin unterwegs. Ich muss gehen. Lola hat sich das Bein gebrochen. Oh je, arme Lola. Sie muss dir nicht leid tun. Du bist derjenige, der auf der Rechnung sitzen bleibt. Komm, schlag ein. Ihr Jungs seid einfach zu sensibel. Oh, Entschuldigung, ist das für den ganzen Tisch oder nur für dich? Ich rede nicht mit dir. Und ich rede nicht mit dir. Du hast gerade mit mir geredet. Oh Mann, Duffy. Duffy? Hör auf, mich nachzuäffen. Duffy, hör auf damit. Duffy, hör auf damit. Ich meine es ernst. Also, so gefällt's mir doch schon viel besser. Abhängen bei Girardis. Ich meine Pizzeria. Für dich einmal Möhre. Und nur mit Käse für dich. Es ist nicht leicht, ein Schwein zu sein. Ach. Wo ist denn Duffy? Speedy hat ihn zum Auslieferungschef ernannt. Wie lautet die Adresse? 816 Beach Street. Wie lautet die Bestellung? Eine große Pizza, Salami, Peperoni. Gut, Pizza ausliefern. Abrücken. Wollen Sie Pizza in Restaurantqualität bequem bei sich zu Hause verspeisen? Hallo, ich bin Speedy Gonzales von Speedy Gonzales Pizza Riva. Ich verspreche Ihnen, jetzt können Sie das mit meiner exklusiven Tiefkühlpizza. Aber wenn Sie mir nicht glauben, hier ist ein echter Kunde. Was denken Sie, Sir? Finde ich lecker. Cut! Schwarte, du übertreibst zu sehr. Ich hab dir gesagt, du darfst mitspielen, aber du musst dich zurücknehmen. Das muss echt wirken. Wir wiederholen. Was denken Sie, Sir? Finde ich lecker. Nein, so nicht. Senior Bugs, lass mich hören, wie du das sagst. Finde ich lecker. Das ist es. Perfekt. Tut mir leid, Schinken. Er hat das gewisse Etwas, den Gern-Mög-Faktor. Ich meine, dieser Typ ist okay. Aber machen will ich es unbedingt mit diesem Typen. Am besten wieder ins Gleiche. Tut mir leid, Schweinebacke. Rutschst du bitte ein Stück nach links? Ein bisschen mehr. 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 Noch ein bisschen. Wie ist das? Perfekto! Ei, er hätte eben die entsprechenden Schuhe anziehen sollen. Kann ich dir noch was bringen? Ich hab meine Pommes noch nicht bekommen. Welche Pommes? Die zum Fleischbällchen-Sandwich gehören. Die gehören aber nicht dazu. Aber beim letzten Mal schon. Hab ich spendiert. Die gingen mit freundlichen Grüßen aus Haus. Du weißt schon, für den ganzen Tisch. Damit wäre die Frage beantwortet. Isst du das noch? Oh nein, ich komm zu spät. Speedy! Überraschung! Hab ich's verpasst? Verfrühten Glückwunsch zum Geburtstag, Duffy. Dicky wollte das hier an deinem tatsächlichen Geburtstag veranstalten. Aber er hat angerufen und gesagt, wir müssten es heute Abend machen, weil du misstrauisch geworden bist. Du hast Glück, dass du einen so netten Freund hast. Netter Freund?
Oder gar der Vorortbürger. Der Vorortbürger? Wie, was? Aber ich bin doch nicht der Vorortbürger. Er hat mich in seinem Haus gefangen gehalten, die Tür abgeschlossen, sodass ich nicht fliehen konnte. Wie bitte, was? Die Tür war nicht abgeschlossen. Tja, und wie kommt es dann, dass ich die Tür nicht einfach aufbekam, so wie hier? Nein, du musst ziehen, Mann. Das kann doch nicht so schwer sein. Die kriegen selbst Kinder auf, kleine Kinder. Das spielt keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist, dass du die Telefonleitung gekappt hast, damit ich keine Hilfe holen konnte. Du meinst das Telefon im Gästezimmer? Das ist antik und die dient bloß zur Dekoration. Und wie erklärst du dann das Blut an deinen Händen? Na, das ist Farbe für dein Geburtstagsbanner. Mag ja sein, dass du die hier alle hinters Licht führen kannst, aber ich habe ganz genau gesehen, wie du eine Frau ermordet hast. Aber die bitte was? Mit einer Kettensäge! Das war eine Eisskulptur von dir! Was ist denn hier los? Duffy ist Überraschungsparty. Ich hab gedacht, die findet erst nächste Woche statt. Verzieh dich, das ist mein Stuhl. Aber ich wollte gerade... Abhauen! Hat man hier noch nie was von keinem Service gehört? Hey, Signor Barney, was soll die Schreierei und die doppelte Verneinung? Bleib locker, Paps. Ich lass bloß ein bisschen Dampf ab. Paps? Wen nennen Sie hier Paps? Bring mir einfach ein Stück Pizza, alter Mann. Ich bring Ihnen überhaupt nichts. Wissen Sie was? Verschwinden Sie hier! Ich weigere mich, jemanden wie Sie zu bedienen. Ich will deine saudämliche Pizza sowieso nicht. Hey, pass ja auf, wo du hingehst. Sonst was? Schon gut. Will sonst noch jemand was? Das habe ich doch geahnt. Mächtig edel, was? Speedy, was soll das alles? Nennt sich Nobel-Restaurant, so wie Sullivan's. Riesenscampis. Das hört sich lecker an. Andererseits, ich hab sie noch nie probiert und es bringt nichts, was Neues zu versuchen. Stimmt's, Bugs? Ich hol mir was vom Buffet. Ihr habt euch mit dem Falschen angelegt, Sullivan's. Die haben sich nicht mit dir angelegt, Speedy. Das ist ein anderes Restaurant. Ich will eben der Beste sein. Was glaubst du, wie ich die schnellste Maus von Mexiko geworden bin? Nein, wenn Sullivan's ein Buffet hat, hab ich auch ein Buffet. Wenn Sullivan's Riesenscampis hat, dann hab ich die auch. Wenn Sullivan's jeden Freitagabend Live-Musik hat, hab ich freitagabends auch Live-Musik. Du hast Live-Musik heute Abend? Hä? Wieso fragst du so blöd? Du hast es doch arrangiert. Was? Bitte sag mir, das ist ein Scherz. Du hast gesagt, du wirst dich darum kümmern. Wann hab ich das denn gesagt? Ich hab dich neulich gefragt. Ich hab gesagt, ich muss dich um einen Gefallen bitten und du kannst Nein sagen. Aber kennst du zufällig jemanden, der hier Freitagabend auftreten kann? Und du hast gesagt, aha. Und dann hab ich gefragt, bist du sicher? Und du hast gesagt, aha. Dann hab ich gesagt, vielen lieben Dank, das ist so eine nette Geste. Du bist wirklich der Beste der Welt. Und du hast gesagt, ich weiß, was du meinst. Das fand ich zwar ein bisschen angeberisch, aber darüber will ich nicht urteilen. Und dann hab ich gesagt, wenn du meinst. Und hier sind wir. Nur mal angenommen, was wäre, wenn... Was würde passieren, wenn es aus irgendeinem Grund heute Abend keine Live-Musik geben würde? Ach, nichts Besonderes. Außer, dass ich $500 für Anzeigen umsonst gezahlt hätte. Und sämtliche Leute hier wären nicht mehr meine Gäste. Sie würden rüber zu Sullivan's gehen. Also bitte sag mir, dass du jemanden kennst. Ich kenne jemanden. Wollen wir's hoffen. Ich hab tolle Neuigkeiten. Du spielst heute Abend hier Klavier. Ich? Ich spiel nicht mehr Klavier. Was soll das denn wieder heißen? Du weißt genau, was ich meine. Ich hab dich gefragt, ob ich aufhören soll und du hast aha gesagt. Oh, Backe. Okay, vergiss unsere Unterhaltung. Auch den Teil, dass man nichts versuchen soll, wenn nur die geringste Chance besteht, dass man scheitern kann? Den Teil ganz besonders. Das ist der schlechteste Rat, den man einem geben kann. Duffy, du hast gesagt, du würdest gern Klavier spielen lernen, also musst du es auch weiter durchziehen. Egal wie schwer es ist oder wie schlimm es klingt, du schaffst das schon. Du glaubst im Ernst an mich? Aha. Ey, ich meine ja.
Danke, Bugs. Dank nicht mir, dank Daffy. Dank nicht mir, dank Winnie Yang und ihren Eltern, dass sie so lange aufbleiben darf. Speedy? Nein! Hey, schon mal was von Anklopfen gehört? Jetzt reg dich bitte nicht auf, ich will dir was zeigen. Was machen wir hier? Du hast mich doch mal gefragt, ob es mein Traum wäre, ein Restaurant zu besitzen. Ja? Die Antwort ist nein, aber ich habe da so eine Ahnung, dass es deiner ist. Pizza Riva! Senor Bunny! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sag einfach nur, dass du für uns Sonntagabends einen Tisch reservierst. Beste Freunde.